Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Folge 15, wenn ich mich so recht entsinne. Und ich habe mal meine letzten Aufnahmen mal angeschaut und mir ist gerade was aufgefallen, ne? Dass ich immer die wertvollen Kugeln verschossen habe. In der vierten Folge, glaube ich, oder in der fünften Folge, weiß ich gar nicht. Aber ich habe da eine Menge wertvolle Kugeln verschossen. Aber es muss man aber auch dabei bedenken, also da muss man auch mal dabei bedenken, dass ich das Spiel nicht so sehr wusste. Und da wusste ich nicht mal, dass man die Kugeln austauschen konnte. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das nur mal, ich habe das mal so durch Zufall gesehen, dass man da, jetzt war es ja nicht durch Zufall, aber es war so gewesen, ich war so im Internet, war da am Gucken. Immer nach vorne schauen. Wie man Tipps und so geben kann, alles Mögliche. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Hier die Sauberen. Folge mir, aber bleib hinter mir. Ja, kein Problem. Khan, ich bin hinter dir. Wir können weitergehen. Castonelapio Asterio Manto. Castonelapio Asterio Manto. Alam Ram Am. Alam Ram Am. Castonelapio Asterio Manto. Castonelapio Asterium Alam Ram Am. Alam Ram. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Okay, kein Problem. Ich werde das niemandem sagen. Zurück zum Thema. Ich bin ins Internet gegangen und mir da geguckt, die Tipps und Tricks bei Metro 2033, und ich habe da gelesen, dass man die Kugeln austauschen kann. Durch wertvolle und durch nicht wertvolle, also die schmutzigen Kugeln. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Das stimmt. Ein Körper hat immer einen Geist, und das ist der Charakter eines Menschen. Und die Haare, die Haut, die Augen und die ganzen Organe, was weiß ich, das sind die ganzen Äußeren, und das ist dann der Körper halt. Oh geil, Munition! Hey, geil. Hat doch andere Kugeln hier, die wir einsammeln können hier. Da liegt zwar eine Waffe, aber den kann ich irgendwie nicht aufheben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hier noch irgendwo eine Knarre, beziehungsweise Munition oder so. Vielleicht hier eine Mülltonne? Nee. Ach, die Entwickler, die haben sich einfach mal gedacht. Ja, lassen wir mal diesmal sparsam sein, ne? Und keine Kugeln da lassen. Also, ne? Ja. Eine Ratte. Garn, keine Sorge. Guck. So, das sind ja jetzt die wertvollen und das sind die schmutzigen. Das kann man unten rechts sehen. Die wertvollen Kugeln leuchten gelblich und die nicht wertvollen leuchten halt nicht. Cool. Was ist das denn für eine Schrottwaffe? Der hat auf jeden Fall sehr gut Munition. Dieses eine Skelett, der war auch bestimmt so ein Krieger. Weiß ich gar nicht mehr, ja? Ich war nicht im Krieg. Ich war nicht im Krieg. Ich schaue mich mal da nochmal um, falls hier noch ein paar Munition gibt. Hier vielleicht, hier drin. Ah, da lag noch, da auch noch. What the fuck? Was hab ich dir gesagt? Da liegt ja doch noch Munition. Ey, Alter.
Und ich wäre auch noch beinahe weggegangen, ey. Das ist Zufall, meine Freunde. Nee, das ist zwar kein Zufall, aber ich bin ja immer so der Typ, der immer alles erkundigt. Und nicht so wie die Leute, die... Es gibt ja auch einige Leute, die durchrushen das Spiel quasi. Also die gucken nicht irgendwo, also die gucken nicht die Gegend, sondern die gehen einfach weiter. Sie gehen einfach ohne Ende weiter. Und ich finde, das ist nicht richtig. Das war jetzt nur meine Meinung gewesen. Sind das Ratten? Ey, warte mal, da vorne liegt noch ein Pfeil. Kann ich den nicht aufheben? Nein. Konzentrieren. Au, 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 au. Boah, mein Herz klopft schon, ey. Ich hab einmal mal diesen Säurebad mal getreten. Und schon verliere ich Leben. Das ist Wahnsinn. Das was very brutal. Okay, auf geht's. Komm. Scheiße! Wow, 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 alter Schwede! Mal ganz kurz nachladen. Okay. Verdammt! Dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Ich sollte doch am besten das Messer benutzen. Denn Metro ist ja auch so ein Spiel, dass man da sehr viel Munition sparen sollte, auf jeden Fall. Deshalb immer... Ah, hier wertvolle Munition. Das ist sehr schön. 15 Munition, wertvolle Munition. Sehr schön. Beziehungsweise die sauberen Munition auch genannt. Nee, da gibt's keine. Dann gehen wir doch mal einen Schritt vorwärts. Gehen wir. Kein Problem, Khan. Ich folge dir auf deinem Fuß. Wenn es mein Leben nicht so abziehen würde. Anomalie. Khan war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Los geht's. Und es geht weiter. Wir waren vorher da gewesen und jetzt sind wir hier gelandet. Und zwar durch die Anomalie oder so. Was weiß ich, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, was da stand. Ich habe es völlig vergessen. Ah, Moment, warte mal kurz, Khan. Ich gucke hier mal ganz kurz die Gegend hier. Vielleicht sind da auch noch ein paar Munition hier drin. Man weiß ja nie, ne? Nee, da gibt's eindeutig keine Munitionen. Schade auch, ja. Vielleicht hier irgendwo. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Moment, ich pump mal meine Knarre ganz kurz auf, Khan. Denn die Knarre ist ja gewöhnlich ganz schön stark. Als die AK, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Nicht bewegen. Okay, nicht bewegen. Artyom, was machst du? Wow. Alter Schwede, was habe ich da gemacht? Sie können Ihre Waffe gegen eine andere Waffe tauschen, die auf dem Boden liegt. Indem Sie darauf zielen und E drücken. Los geht's. Oh, nicht schon wieder. Okay, dann gehen wir mal einfach mal weiter, denn da waren ja eh keine Munition mehr. Nicht bewegen. Okay, ich bewege mich nicht.
bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Ich bleibe standhaft. Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Ach, das sind also die Anomalien. Wow. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Oh ja, das sehe ich gerade. Weil hier wimmeln ja sehr viele Anomalien rum. Moment, warte kurz. Khan, ich bin hier gerade, ich suche hier mal ganz kurz die Lage. Vielleicht finde ich ja irgendwo Munition, man weiß ja nie. Was haben wir hier? Cool, Knarre lag da, beziehungsweise Munition. Schade. Oh, ein Monster liegt da auch noch. Hier, Munition, das haben wir bereits aufgehoben. Okay, was haben wir noch? Hier da hinten? Hier da hinten? Nee, nichts mehr? Okay. Ja, Khan, wo bist du jetzt hingegangen? Hier? Ach so, okay. Das wusste ich gar nicht, dass man da raufgehen konnte. Upsala. Jetzt muss ich da wieder rauf, okay. Oh, Anomalien, ey, die sind richtig... Richtig strange, muss ich sagen. Denn die killen einen immer. Die töten dich immer, wenn du einen Schritt nach links, nach rechts oder wie auch immer dich halt bewegst. Das ist krass, das ist einfach nur krass. Oh, oh, das sagt mir nichts Gutes. Achtung, die Viecher kommen zurück. Du ballerst ja alles weg, ne? Von daher kann ich mal hier stehen bleiben. Dankeschön. Wow, da sind ja noch viele. Da kommen ja noch einige. Stillhalten. Alter. Ich hab Angst vor der Anomalie, ey. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Ja. Ein bisschen zu live, muss ich sagen. Weil das Schwein hätte mich umbringen können, wenn ich mich bewegt hätte. Hier ist da hier mein... Habt ihr zufällig mein Messer, Leute? Leute, habt ihr mein Messer hier irgendwo... Ich will mein Messer haben. Na, hi. Mein Messer ist weg. Und ich finde den nie wieder. Nein. Naja, scheiß drauf. Ich habe zwar meinen einen Messer verloren, aber wir machen jetzt einfach weiter ohne diesen einen Messer. Moment, da geht's noch ein bisschen raus. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Ja, am besten machen wir hier mal einen Schnitt und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.